Hallo allerseits, ich bin Andy. Im Oktober des laufenden Jahres wird in Yunnan die 15. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen, nämlich COP15, stattfinden, auf der der globale Rahmen für biologische Vielfalt nach 2020 erörtert wird. Aber warum hat Yunnan die Gelegenheit, hier eine als Gastgeber hier eine Konferenz zu halten? Die Antwort besteht hier. Das heißt, die Provinz Yunnan hat über die Hälfte des Wildpflanzenarten und Wildtierarten hier in China. Und natürlich haben die Einwohner hier Yunnan auch sehr einen großen Wert auf den Schutz des wilden Tiers legen. Und heute haben wir eine Chance hier, einen Park von Wildelefanten zu besuchen. Und wir haben einen Betreuer, der heißt Herr Zhou. Zhou 老师. Herr Zhou betreut täglich zwei Elefanten, nämlich ein Mama-Elefant und ein Sohn-Elefant. Jetzt kommen die zwei Elefanten. Wow, so groß. Ah, Zhou 老师. Hey, Zhou 老师, 你好. 你好. Oh, wow, so groß. Ah, jetzt soll ich die beiden Elefanten füttern. Aha, aha. Mit Rettich. Oh, die beiden sind so hungrig. Oh my God. Hier, in den Korb, bitte. Zhou 老师, 能给我们介绍一下这两只大象叫什么吗? 这个大的象妈妈名字叫伊嫩。伊嫩, 哦。 这个小的叫一双。 哦, 一双。 现在三岁多。 嗯, yeah. die Mutter Elefant, der Mutter Elefant heißt Yinan, ist wahr? Und der Sohn Elefant heißt Yishuang. Wie sind sie hier gekommen? Wie sind sie hier gekommen? Diese Mama ist sehr klein, sehr klein. 大概十多年前被租过来的。哦。这个小象呢是2007年在这里出生的。Ja, die meisten Elefanten hier im Wildelefantenpark in Yunnan sind vorher verletzt oder krank. Dann haben unsere Betreuer die Elefanten gerettet und kommen hier zu diesem Park und leben dann in diesem Wildelefantenpark. Oh, die beiden sind so hungrig. Na, die haben wir mit dem Tier schon zu tun. Der Mutter-Elefant muss täglich über 200 Kilo Lebensmittel essen. Das ist echt sehr viel. Und der Sohn-Elefant muss 60 Kilo Lebensmittel essen. Die Elefanten essen sehr gerne Banane. Rettich und natürlich auch Gras. Oh, der Mutter-Elefant Pipi jetzt. Oh. Na, das ist ein Schwein, das wir in der Schweiz haben. Oh.
包括现在玉溪也是有亚洲象活动。啊，我们先往前走吧。Die meisten Wildelefanten wohnen hier in Xishuangbanna. Ja, genau, wir sind heute in Xishuangbanna, ne? Das ist, befindet sich ganz, ganz im Süden von der Provinz Yunnan. Und die Stadt Xishuangbanna grenzt sich an Laos und Myanmar. Ja, die beiden Elefanten queren jetzt den Fluss. Oh, oh, wie heißt die Fluss? Durchqueren. Jetzt muss ich laufen. Die beiden gehen so schnell. Oh mein Gott. Die beiden baden jetzt. Die sind im Fluss. Die beiden baden sich. In so einem heißen Tag. Die beiden baden sich. Oh, das ist so angenehm. Ich wollte mich auch in den Fluss baden. Oh, der Sommelefant legen genau im Fluss. Na, haben sie manchmal zu Wasser in den Fluss baden? Ja, die Elefanten lieben Wasser. Oh, lieben Wasser. Ja, das Wasser für sich selbst. Na, zum Beispiel, wenn Wasser über seinem Kopf fließt, dann wird es nicht so sein. Oh, oh. Norddurft. Oh. Oh, oh. Noch einmal. Noch einmal ist genau gefallen. Na, haben sie sich schon ein bisschen geladen? Ja, die essen sehr, sehr viel täglich. Und da natürlich auch Nordduft täglich auch sehr viel, ne? Das ist in Gamaya. Der Mutter-Elefant spielt jetzt mit dem Wasser. Und Wasser mit Erde kann die Haut des Elefanten schützen. Vor Sonnenstrahlen schützen. Das sieht so interessant aus. Lustig auch. Der Kleine ist so frech, ne? Oh, 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 oh. Die beiden haben Wasser auf uns gegossen. Noch einmal, oh. Na, 你们一天有会带他出来几次呢？ Täglich arbeitet unser Betreuer 8 Stunden in diesem Wildelefantenpark. Und jeder Betreuer betreut einen Elefant. So, gut, wir haben heute so viel gesehen und die Zeit vergeht so schnell und Zeit ist knapp und wir müssen wieder leider Tschüss sagen, ne? Vielleicht sehen wir in Kürze noch einmal. Tschüss. Boah, das ist so schön. Boah, das ist so schön.